Da bin ich wieder. Jetzt erfahren wir, ob es vorbei ist oder nicht. Was gibt's, Lincoln? Du hast noch einen Wichser von meiner Liste geixt. Danke. Ja, Satz mit X. War wohl nix. Suche nach Verdächtigen. Noch einer? Ich wiederhole. Suche einstellen und streichen. Du kannst wieder einen Namen von deiner Liste streichen. Muss der leiden? Was muss, das muss. Darum mache ich's lieber schnell. Wenn das hier Greco-Style ablaufen sollte, hätte ich ihn auch gleich mitbringen können. Mit Greco war es anders. Mehr in der Hitze des Gefechts. Dein Kollege muss ja der Knaller gewesen sein, wenn so viele Typen nötig waren. Ein paar so Schwanzlutscher haben ihn gefickt, als er sie um Hilfe gebeten hat. Und sind alle da unten gelandet. Die Kommission lässt Sal jetzt mehr Spielraum, wie er seine Geschäfte führt. Dafür nimmt er jeden, den sie ihm schicken, in seine Organisation auf. Naja, wo Arschlöcher sind, ist eben auch scheiße. Stimmt. Anwesende ausgenommen. Anwesende ausgenommen. Der nächste ist Luca, dieser paranoide Wichser. Der ist leider untergetaucht. Der verrückte Penner bildet sich ein, dass jemand ihn umlegen will. Ach, Mensch. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Wenn du ein paar von den Arschen auf der Straße richtig Dampf machst... Alles klar, ich weiß auch nicht, wie er darauf kommt, dass er, ne, dass niemand umbringen möchte. Ja, seine Liste ist aber echt lang. Krass. Ich glaube, ich bin jetzt schon 2 Folgen gleich dran. Oder jetzt gerade 2 Folgen. Kann das sein? Die Zeit völlig verloren. Vergessen bitte das. Aber ich denke, es sind 2 Folgen. Was ist das etwas? Ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich werde jetzt... Also mein Plan... Also, mein Plan für heute ist... die Vito-Mission noch zu machen, dann vielleicht noch ein, 2 Nebenmissionen und dann wäre es das wieder für heute. Ach, die Musik ist so gut. Dann muss ich nur einkaufen gehen gleich. Ja, mit Maske, da habe ich richtig Lust drauf. Ja. Ich meine, was muss, das muss, ne? Wenn Vaterstaat sagt, mach, dann mache ich auch. Kein Problem. An solchen Dinger sollte mich dann auch halten, finde ich persönlich. Ist jetzt auch nicht viel verlangt, eine Maske zu tragen. Ich meine, mich als Brillenträger persönlich stört es, aber es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Ja, komm ich dazwischen? Ja, passt, super. Passt perfekt. So. Kann ich hier lang? Moment, kann ich hier lang? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay, ich habe den... Also, ich habe den Todesumweg gewählt hier wieder. Eieiei. Ach, genau. Assassin's Creed Odyssey muss ich auch noch durchspielen. Das könnte auch noch dauern. Aber da habe ich mittlerweile auch richtig Bock drauf. Ich habe den Trailer von Valhalla gesehen. Also, neuen Assassin's Creed. Hallo, kannst du mal sterben? Deswegen habe ich wieder richtig Bock drauf. Also Wikinger generell, da stehe ich richtig drauf. Griechenland mochte ich schon, aber Wikinger, oh. Wo finde ich Luca? Ich weiß nur, dass Luca sich in irgendeinem Lagerhaus versteckt. Das ist super. Dem verschwommen, der sieht nicht aus. Gehört jetzt mir. Polizei schmieren? Zack, Polizei geschmiert. Okay. Dafür, dass er sich versteckt und denkt, jemand will ihn umbringen, versteckt er sich nicht wirklich gut. Weil wir wissen ja, ein Typ befragt und der sagt, ja, der ist da und da, der ist im Lagerhaus. Ich weiß sofort Bescheid, wo er ist. Gar kein Thema. Direkt um die Ecke, kannst du direkt hinfahren, kein Problem. Wo ist er denn? Ach, 1000 Meter wieder, meine Güte. Also es ist viel Rumfahrerei jetzt, aber... so sehen wir mal ein bisschen die Stadt. Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Irgendwas habe ich doch erzählt. Ich war, genau, Assassin's Creed Valhalla. Der Trailer war gut. Ich fahr falsch, oder? Ich fahr falsch. Nee, ich fahr vollkommen richtig. Auf jeden Fall sah echt cool aus. Und die neuen Features. Ja, die alten Features, die zurückbringen. Basen bauen. Eigene Basis bauen ist immer geil. Sowas kann man in jedes Spiel einbauen, finde ich richtig geil. Selbst hier Mafia hätten sowas einbauen können, ne?
baust Feature ein, ja, bau dir ein Haus auf, kauf dir ein Haus, mit ein paar Mauern, engagier Wachen und sowas, upgrade, was weiß ich was, eine Druckerei, Gelddruckerei, kauf einen Schießstand oder sowas, das wäre cool gewesen, mehr, bisschen mehr Open World. Oder mach's ganz simpel wie in San Andreas. Ja. Kauf Häuser. Ganz simpel. Oder wie in Vice City. Kauf Geschäfte. Und dann kriegst du von diesen Geschäften Mission. Ja, das ist ganz simpel. Was das Spiel einfach noch, ich persönlich glaube, noch ein bisschen besser machen würde. Aber vielleicht war das Budget nicht da, die Zeit. Wer weiß. Oder sie dachten sich, ja, das passt gar nicht rein. Ich meine, im Endeffekt, wir übernehmen ja Geschäfte für Cassandra und so weiter und kriegen ja dadurch Nebenquests. Keine anrufen, bitte. Oh, oh. Oh, oh, ich bin tot. Ich bin tot. Das war sehr knapp. Ich war zu unfähig, um Y zu drücken. Wo ist er denn? Und tschüss. Hallo, fahr mich doch nicht über den Haufen, Mensch. Ich geh vorweg. Auch gern wieder eine Shotgun. So. Eigentlich hatte ich vor, mich anzuschleichen, aber was soll's. Machst du nichts. Manchmal musst du einfach mit dem Kopf durch die Wand. Oh, oh. Mein Gott, wie viel die aushalten. So heftig. Ich sehe die reine Schießbude. Stimmt. Ist vollkommen richtig. Ich schieße euch alle über den Haufen. Gar kein Problem. Oh, die Waffe ist auch nicht schlecht. Ja, wo ist er denn? Ach, hinter der Mauer. Ah, super. Okay, dann töten wir ihn halt. Was soll's? So, tschüss. Weg mit dir. Wer ist denn da noch? Oh, die AK ist auch cool. Vielleicht sollte ich die lieber behalten. Ja, die ist super. Die ist wirklich super. Irgendwer ist noch hier drin, aber... Oh, Scheiße. Scheiße. Problematisch. Guck mal, ein paar Leute. Alter, wie viele kommen denn noch hier? Oh, 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 oh. Kümmert euch mal, Jungs. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich die, die Leute rufe. Wie, das war schon eine Verstärkung? Na super. So. Jungs, das war aber nicht sehr erfolgreich. Naja. Die haben sie gut abgelenkt. Boah. So, hätten wir das auch geschafft. Das hätte jetzt länger gedauert als nötig, aber was soll's. Dann sind wir drin. 9 Minuten, aber noch ein bisschen Zeit. Wären wir jetzt schon 11 Minuten drin, hätte ich gesagt, okay, ich überspringe den Weg, aber ich muss die Folge ja künstlich in die Länge ziehen. Oh, 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 oh. Knapp. Oh, jetzt werde ich ja verfolgt, oder? Hallo? Gas geben? Oh, scheiße. Na, super. Okay, das kann ich nicht mehr anvisieren, also scheißegal. Wir hängen die schon ab, kein Problem. Bitte nach rechts. So, okay.
Die Brücke geht auch. Ich glaube, es ist scheißegal, ob ich die Brücke nehme oder die da oben. Vollkommen egal. Die müssen eh gleich aufhören. Oh, es war doch nicht egal. Wir sind quasi Geisterfahrer. Scheiße. Na toll. Na super. Aber krass, wie viele uns verfolgen. Was soll das denn? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Oh, okay. Der überall in der Stadt, krass. Da sieht man, was passiert, wenn man Vitos Liste erledigt. Man kriegt selbst nur Stress. Ist das der richtige Weg hier? Ja, perfekt. Und quasi so gut wie da. Nur noch kurz über die Brücke, links runter und dann war es hoffentlich mit seiner Liste. Weil das sind jetzt schon einige Namen, ne? Stattliche Liste. Einige Namen an Leuten, die er tot sehen wollte und tot sind. Ja, ich habe gar keine Zeit für euch, geht weg. So, ich denke mal, das wird gleich aufhören, wenn ich mit Vito geredet habe. Stoppen. Knapp. Ich glaube, ich behalte die AK. RIP Mayweather. Mayweather. Du hast mir gut gedient. 80 Folgen, wie viele Folgen? 80? 80 Folgen lang. Es war nett mit dir, aber es ist Zeit, Tschüss zu sagen.